Hallo Leute, da bin ich wieder. Und zwar mit Let's Play Digimon World. Hier hast du nicht gesehen. Zuletzt hatten wir die Einführung bekommen, was Digimon sind und gehen jetzt zur Thema Union. Ich hoffe, es ist der Weg in die Union. Juhu, Patsch! Mann, der hat auf keine Augen gekommen. Au, Patsch, au, wo du hingehst. Ich stand die ganze Zeit, aber hey, egal. Oh, Entschuldigung. Bist du nicht ein Mensch? Natürlich bin ich einer. Sehe ich etwa aus wie ein Digimon für dich? Natürlich, siehst du es nicht? Dann sind hier ja wirklich andere Menschen. Puh, ich hab schon gedacht. Bist du gerade erst hier hingekommen? Ja. Das macht uns beide eben aus, bla bla. Ich bin Kazuya. Nett, nicht hineingerannt zu sein. Ach, dieser Spruch ist doch einfach nur geil. Nett, nicht hineingerannt zu sein. Ich bin Anne. Schön, dich kennenzulernen. Sind hier noch andere Menschen, Leute? Oh, natürlich. Ich denke, so ungefähr 30. So viele? Sind sie alle Thema? Mehr andere als ein paar, aber okay, der Großteil davon. Wenn du nur hier gekommen bist, bla bla. Wenn du gerade eben erst hier hingekommen bist, hast du ja noch keinen Partner Digimon oder eine Digimon Farm. Eine Digifarm? Was ist das? Es ist ein System, das Digimon eben ja großzieht. In dieser Welt. Hier, schau dir meine Farm an. Ein Tsunumon, ein Gabumon und ein Goblimon. Wow! Schau dir nur all diese Digimon an! Hey! Hey! Yay! Das Digimon sieht glücklich aus! Oh, das ist mein Gabumon. Du musst wissen, ich liebe Tier-Digimon. Solange du ein Digimon in der Digifarm hast, werden sie von alleine großgezogen in, ja, muss sagen, nichts tun. Cool. Das ist also eine Digimon-Farm. Jo, du musst dich erst registrieren lassen als Thema. Dafür musst du einfach nur in die Union-Büro. Es ist nur weiter oben. Okay. Ja, okay, danke. Ja, ich war gerade auf dem Weg dahin. Okay, viel Glück. Und du wolltest irgendwo hin. Egal. Yeah, Professor. Oh, du bist das. Du musst es sein, der neue Thema. Wer bist du? Bist du ein Thema? Oh, nein, ich bin kein Thema. Ich bin, erforsche Digimon. Professor Eich, sind Sie das? Nein. Ich bin Haruhiko Kogure. Ich habe das jetzt hundertprozentig falsch ausgesprochen. Oder nehme ich einfach Mr. Gyo. Und woher wissen Sie meinen Namen? wenn du dich in dieser Welt umsiehst, mit deinem Computer, hast du meinen Monitor berührt. Ich glaube, es war so. Durch deinen Computermonitor war ich in der Lage, deine Bioenergiedaten zu untersuchen und durch diese Daten habe ich herausgefunden, dass du das Potenzial zum Thema hast. Durch meinen Monitor? Ja, deswegen haben wir dich hierher geholt. Bla bla bla. Seit du hier bist, hast du bestimmt ein bisschen über die Welt herausgefunden. Ein bisschen. Ich glaube wirklich darin, dass Digimon und Menschen friedlich zusammenleben können. DATS? Nein, Sabers. Ja, und das ist, was ich wirklich herausfinden möchte. Aber, in Anlehnung an das, ich brauche deine Hilfe, willst du mir, helfen? Falls ich etwas für sie tun kann, dann, um damit Freund von Digimon zu werden, würde ich tun, bla bla. Natürlich kannst du ein Freund von Digimon werden, ja, bla bla. Natürlich würde ich es versuchen. Ja, ich bin stolz, dies zu hören, ja, bla bla bla. Nun werde ich dich unseren Leader der Digimon für Thema vorstellen.
Danke, ja. Na komm, die Treppen hoch. Schneller. Yeah, komisches Angemon. Wie schnell die Treppen hochgekommen sind. Hey, das ist das Digimon, was ich draußen gesehen habe. Digimon, andere Digimon unterrichten. Oh, Professor Kogure, sie muss es sein. Der neue Thema-Anwärter. Das ist es. Und, ja, okay. Willkommen an in der Thema-Union. Ich bin, der Anführer Civi Angemon. Civi Angemon, das war das. Ich habe eine Bitte an, es ist eine Ehre, dich hier zu haben oder sowas. Danke, erfreut sie kennenzulernen. Ja, auch. das ist nicht zu übersehen, dass Professor hier Mr. Google oder so mir geholfen hat, Menschen hier in diese Welt zu kriegen. Und dieses Gebiet der digitalen Welt. Sie ist nicht gerade sehr alt. Und ja, nicht allzu viele, viele Digimon leben eben in dieser Welt ziemlich wild. Und sein Wunsch ist es eben, das Thema, also die Themas, viele noble Digimon heranziehen und dies in einen wunderschönen Platz verwandeln. Ich zähle auf dich. Verstanden. Trainiere viele Digimon und du wirst eine der besten Thema überhaupt. Wenn du etwas tust, wo wir es jetzt dabei sind, es gibt Ränge. Normal Bronze, Silber, Gold und Platinum. So, und beim Steigen eines jeden Ranges wirst du jeweils immer eine höhere Generation kontrollieren können und neue Kämpfen kontrollieren können. Truhen können geöffnet werden und Items können benutzt werden. So, versuche dein Thema-Rang zu steigern und werde ein Platinum-Thema. Und der beste Thema will Thema-King werden. Shaven King! Entschuldigung, falsches Spiel. Zusatz dazu wirst du Super-Rare-Digimon. Das klingt wie ein bisschen nach Super-Rare-Karten. Also super seltene Digimon begegnen, die dein Partner werden wollen. Ein super rare Digimon? Was für eine Art Digimon ist das? Das kann ich dir nicht sagen. Das wirst du selbst herausfinden müssen, wenn du Thema King geworden bist. Natürlich, ich werde mein Bestes geben. Was denn sonst? Du bist bla bla bla. Ja, du bist hier von alleine hingekommen und ich werde dich und dein Digimon beobachten. Bilde eine starke Freundschaft. Tschüss, Doktor, ich kann deinen Namen immer noch nicht. Na gut, lass uns mit der Registrierung beginnen. Ja, bla bla. Agumon, where are you? Also, Agumon, wo bist du? Da ist er ja. Ja, hallo. Ja, ich bin ja schon da. Letztes Mal, komm mal mit hier rüber und wir werden dich jetzt als Thema registrieren. Oh, ging es schnell. Als erstes transferieren wir deine Farndaten in das Digivice um deinen Hals. Oh, das ist, wie es genannt wird, ein Digivice. Sieh um. Ah, Digivice. Okay, alles getan. Wir haben Daten transferiert. Blink, blink, blink. Hä? Das Digivice leuchtet? Nein, tut's nicht, aber egal. Die Daten, transferierten Daten des Digivices senden ihre Power und haben es aktiviert und ja, du bist nun registriert. Boah, geht das schnell. Nun bist du ein Normal-Tamer und Digimon des Rangs Rookie werden nun auf mich hören. Yeah, das klingt so, als hättest du gerade, du erhältst den ersten Ort und Pokémon des Level 30 hören auf dich oder so. Also du kannst das Digivice nun benutzen, um alle Informationen von Digimon darauf zurückzugreifen, die du kennengelernt hast. Name, Art und so weiter. Danke, wie nett, keine Ahnung. Praktisch.
nun kommt der wichtigste Teil. Daten der Digimon, die du sammelst, werden gesammelt und das nennt sich Scan-System. Und wenn du genug Daten gesammelt hast, kannst du einen eigenen Digimon-Partner schaffen und ja, und das dann wieder trainieren. Oh, ich weiß, in der Digimon-Farm, richtig? Bingo! Du bist richtig, du bist schnell. Kann ich eine Digimon-Farm bekommen? Natürlich, aber nicht jetzt. Also leider noch nicht jetzt. Du musst erst Tamer werden. Bist du sicher? Aber wie? Was muss ich dafür tun? Wir müssen da Digimon finden und ja, bla bla bla. Okay. Ja, jetzt müssen wir unseren ersten Partner finden. Und zwar haben wir die Auswahl aus drei Digimon. Klingt ein wenig nach, hey, will dein erstes Starter-Pokémon aus Blatt, komisches Ding, Koromon aus komischer Tanne, Kaugummi und ein Flummi. Und ich nehme Flummi. Hi, I'm Tsunamon, ein Animal-Digimon. Ich bin Tsunamon, ein Tier-Digimon. Ich bin ein Angriffstyp-Digimon. So werde ich aggressiv und ich mache in den kommenden Kämpfen. Wie ist es mit dir? Bist du mein Partner? Ja, ich habe mich entschieden. Hui. Wir werden großartiges Team bilden, Ann. Yep. Das denke ich auch, dass wir das werden. So, Tsunamon nenne ich. Ja, ich nenne dich einfach mal Ed. Sehr kreativ, ich weiß. Okay, Ed. Ja, Ed. Okay, dann haben wir das jetzt geschafft und ich werde in der Nähe sein und helfen. Jedes Mal, wenn du Hilfe brauchst, kannst du gerne zu mir kommen. Blink, blink, blink. Mein Digibus leuchtet, yeah, aber das erst das nächste Mal. Pause. Okay, bis dahin. Tschüss.